ich brauche so eine. Aber dann nehme ich lieber das andere Holz. Ich habe ja noch ein bisschen Birkenholz. Kann ich irgendwas noch Soundtor? Ach komm. Ah, ich habe ja noch Stöckchen. Ich bin ja doof. Es geht ja auch so. Dann machen wir nämlich zuerst aus dem da noch Zäune. So. Und dann noch mit denen. Vielleicht reicht das sogar schon. Oh. Naja, egal. So. 22. Naja, nicht wirklich. So. Gut. Verbauen wir die gleich mal. Und wieso habe ich das eigentlich hier hingebaut? So. Wunderbar. Los geht's. Und es wird ja schon wieder dunkel. Mann, Mann, Mann. Das läuft einfach viel zu schnell, die Zeit. Ich habe doch erst gerade angefangen zu playen hier. Zu spielen. Jetzt müssen wir schon wieder pennen gehen. So, da muss ich nämlich hier jetzt aufschütten. Ich habe ja gar nicht eine andere Möglichkeit. Dann nehme ich den Sand hier. Das mache ich noch kurz. Da gehen wir pennen. So. Dann gehe ich kurz pennen. Und dann müssen wir unbedingt später hier noch alles ausleuchten. Ich hätte so gerne Glowstone hier. So ein paar Lampen oder so. Das würde sicher sehr schön aussehen. Und hepp. Gute Nacht. Morgen. Schon wieder. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns bei jeder an die Arbeit hier. Und, ups. Hatte ich einen kleinen Leck? Naja, kann es ja auch mal geben. So. Dann füllen wir das hier auf. Dann machen wir das gleiche noch mit dem Wasser hier. Und dann haben wir das Feld ja auch schon. Das ging ja schnell. Ah ja, die Zäune muss ich hier noch fertig ziehen. So. Und hier muss ich noch ein bisschen auffüllen. So. Bis hierhin mal. Da kann ich die Straße nachher wieso durchziehen. So. Und ich habe kein Holz mehr für Zäune. Also ich habe schon noch, aber ich habe keine Zäune mehr. So, also jetzt bräuchten wir das einmal. Und komm, machen wir das kurz weg hier. Einmal hier. Ich sagte weg. So, dann hole ich nämlich gleich Wasser. Und hepp, Wasser. Was ist jetzt schon wieder mit der Musik? Moment, muss kurz schauen. Musik. Na also, geht doch. So. Na, klappt's jetzt? Ja, jetzt geht's weiter. Wunderbar. So, das heißt, jetzt müssen wir uns aber das kurz anders überlegen. Wenn ich natürlich hier Möhre und Zuckerrohr möchte, dann muss ja immer ein Wasser da sein. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier durchziehe, nein, da geht's noch. Okay, also hier kommt Erde hin. So. Und dann soll ich hier das zweite. Ich muss jetzt gleich mal überlegen, was besser ist. Machen wir mal so. Hier eins. Hier eins. Und hier eins. Macht keinen Sinn. Das sieht komisch aus. Komm, ich mache das so. Genau. So. Dann fülle ich das mit Wasser auf. Und dann können wir ja immer noch schauen, ob ich da noch eins zumache. Aber wir füllen das jetzt einfach mal auf. So. Da bräuchte ich aber noch ein bisschen mehr Wasser. Und hier mache ich gleich mal noch den Stein hin. Dann laufe ich nämlich nicht immer runter. Also, da muss ich nicht immer hochspringen, meine ich damit. So, gut, dann füllen wir das. Dann mache ich nämlich hier die Zuckerrohr. Und sozusagen rechts machen wir dann die Rüben. So, ich hole gleich mal das Zuckerrohr, da haben wir genug. Obwohl, ich muss das ja nicht alles wegnehmen, noch ein bisschen da lassen. Das sieht ja auch schön aus. So ein bisschen als Deko. Schweinchen weg da. So. Da vorne haben wir noch ein bisschen mehr Zuckerrohr. Die nehme ich auch noch mit. Und das noch. So. Ich denke, das reicht mal für den Anfang. So, Zuckerrohr. Hier, Zuckerrohr. Das muss ich, glaube ich, gar nicht umpflügen. Also den Boden meine ich. Ich schau mal. Ja, das geht. Ja, hier komme ich nicht dran. Okay, da muss ich nachher nochmal schauen, wie ich das hinbekomme. Und hier kann ich nicht, weil gepflügt ist. Hepp, ich will kaputt machen. Ja.
Okay, dann ziehe ich vielleicht das doch bis hierhin, das Wasser. Nicht hier. Hier. So. Da, 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 da. Da machen wir am besten mal zwei Reihen. Und hier geht es ja wieder nicht. Also, dann machen wir das doch so. Nehme ich das hier raus. Ich fülle das gleich noch nach mit Wasser. So. Und dann mache ich nämlich hier auch noch. Gut. Dann müsste ich eigentlich wieder eins auslassen. Ah, komm. Wo ist es denn? Ich will die Erde hier. Naja. Also, das würde ja jetzt heißen, da nochmal, oder? Genau. Kommt nochmal Zuckerrohr, dann Wasser. Und dann haben wir noch genug Platz für Mogel. Ja, das geht. Dann machen wir das doch so. Also, dann heißt das hier auch nochmal raus. Und hepp. Und dann hole ich nochmal Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ich brauche ein bisschen Wasser. So. Einmal hier. Und einmal da. Und dann holen wir nochmal Nachschub. Und da muss ich noch schauen, wegen der Kakaobohnen, also die Felder hier. Die wollte ich eigentlich auch noch irgendwo unterbringen. Na, da fällt mir sicher noch was ein. So. Das Wasser fließt ja immer noch. Hier. Ah, wie viel Wasser muss ich denn da reinkippen? So. Wasser. Wassermarsch. So, dann muss ich dann nachher noch schauen, wo die Säulen hinkommen. So. Dann haben wir hier ja noch Wasserfluss. Und kann ich das hier vielleicht rausnehmen? So. Jo, Tatsache, das funktioniert. Wunderbar. Gut, dann kann ich nämlich jetzt hier noch Zuckerrohr hinpacken. Und dann hole ich nachher die Mohrrüben. Wir haben, glaube ich, nur zwei, drei Stück. Da habe ich irgendwie ein bisschen verpasst, die weiter zu pflanzen. So, das muss weg. Wohl. Da kommt ja wieso dann die Rüben rein. Das wechsle ich kurz. Nein, nicht meine Schaufel. Naja, machen wir das halt kurz vor der Hand. So. Ja, dass einfach alles ein bisschen gleich aussieht. So. Dann muss ich aber irgendwo wahrscheinlich gleich noch einen Wasserfluss machen. Oder reicht das schon? Ich schau mal. Das könnte sogar gehen. Da muss ich nämlich dann nicht nochmal Wasser haben. Da kann ich da einfach die Rüben nachher pflanzen. So. Dann hole ich mal eben schnell die Rüben. Hey, wie kommst denn du da rein? Wieso ist dort ein Loch? Okay. Das müssen wir nachher gleich mal schauen. Da hat es auf einmal ein Loch im Zaun. Ich habe doch dort zugemacht. Wo habe ich jetzt die Rüben? Ich glaube, die sind auch hier hinten. Seht ihr? Nur zwei Rüben. Da kommen wir ja so richtig weit. Und noch ein Kürbis. Ja, komm, Kürbisfeld mache ich dann später. Aber die Rüben müssen jetzt sein. Und vielleicht habe ich ja irgendwo noch ein bisschen Knochenmehl rumliegen. Da können wir das dann auch noch ein bisschen beschleunigen mit dem Rüben. So, zweimal Rüben. Und dann würde ich sagen, mache ich noch ein paar Zäune. Da mache ich dann nämlich gleich dicht. Und zwei Tore habe ich denn auch noch. Ich wollte Zäune. Wieso laufe ich wieder dahin? So, ich habe ja Holz dabei. Hier, Holz. Jupp. Und... Ach komm, mach alles, was geht. Schmeiß mal weg. Dann machen wir hier auch Stückchen. Zäune kann man wieso nie genug haben. Ist ja so. Die brauchen wir immer wieder. So, einmal hier. Und einmal hier. So. 42 Stück. Ja, das reicht schon. Ich muss schon wieder mal ein bisschen leeren hier. Komm, ich hau da kurz die Eimer wieder zurück. Das Eisen muss ich auch nicht gerade dabei haben. Ah, das Eisen gehört ja gar nicht hier rein. Ach komm, das Schwert auch. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz. Und der Rest an Holz, das könnten wir eigentlich hier auch schnell noch sortieren. Genau so. Schmeiße ich auch noch raus. Da habe ich die Zäune. Das Holz kommt auch noch raus. Und das hier. So, weiter geht's. Ich brauche jetzt ja die Zäune. Wo habe ich sie? Ja. Und das Tor. Noch daneben. Gut.
Mache ich nämlich hier zu und dann würde ich sagen, wir machen den Weg gleich hier noch weiter. Ich frage mich echt, wie die da reingekommen sind. Was bist du eigentlich, eine Riesenkatze? Oder bist du so, was könnte das sein, ein Weißtiger oder so? Kuh, was machst du da? Kuh, tut mir leid. Aber ich brauche wieso Leder? Ja, ich habe nur hier etwas gelesen wegen einem Mod. Es gibt scheinbar einen Mod. Damit kann man dann leichter an Leder kommen. Aber wir machen das, glaub's, doch auf die altbewährte Art. Jo. So, da ist zu. Und dann dachte ich mir, ja, dann irgendwo hier machen wir dann den Durchgang. Und ich brauche eine Schaufel. War ja klar. Moment, ich hole schnell noch eine Schaufel. Und dann mache ich gleich den Weg da vorne weiter. Ich habe hier noch Stöckchen, oder? Zwei Stöckchen. Wo habe ich das Eisen? Hier, gut. Das passt ja. Wunderbar. Einmal Schaufel und weiter geht's. Und was futtern? Irgendwas. Was haben wir noch? Kekse, natürlich. So, und dann sind wir nämlich wieder satt. Und dann geht's gleich weiter hier. So. Du störst hier. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Wow, wie stark ist das Tierchen? Wahnsinn. Danke, Hundi. Ja, man weiß ja nie. Also, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. So, wie sieht's aus mit Kies? Wir haben einfach keinen Kies mehr. Habe ich keinen Kies mehr? Kann das echt sein? Weil ich muss doch hier noch weitermachen. Ich hau das gleich mal raus. Mal bis hier hin. So. Oh, no. Jetzt bin ich runtergefallen. Mist. Erde, Erde. So. Machen wir nämlich halt hier wieder zu. Ich will hier raus. Mist. Ich sehe nichts. Ah, Mist. Komm, komm. Raus hier, raus, raus. Oh. Dachte schon. Habe ich eine Fackel dabei? Ja. Mir kurz Licht. Ich vergesse immer, dass ich nämlich da unten ja ein Loch gebuddelt habe. Also besser gesagt, ich habe ja den kleinen See dazu gebuddelt. So. Und hepp. So, jetzt passt's ja. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass das dann nicht gleich weiter passiert. Ich muss ja hier noch weiter. Mache ich mal hier alles weg. Dann machen wir das gleich zu. Wieder dunkel, das darf ja nicht wahr sein. So. Nein, Kuh, bleib da oben, du fällst uns noch runter. So. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, wir gehen schon wieder pennen. Wieso blinkt die Kuh? Was ist denn los, Kuh? Alles in Ordnung? Jo, gut. Ja, dann wieder hoch hier. Dam, 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 dam. Hallo. Ah, wieder morgen. Ein schöner Tag wird das wieder hier. So, dann würde ich mal sagen, machen wir hier weiter. Ich schau mal, ob ich noch Kies habe. Hüpf, hüpf. Kies. War das auf der Seite? Nee. Dann muss es hier sein. Kies, ja. 60 Stück. Super. Das freut mich natürlich. So, da hat gerade mein Handy geklingelt. Also, komischer Ton gemacht. Muss ich gerade schnell weglegen. Aber jetzt geht's ja wieder. Okay, dann mache ich nämlich hier gleich noch kurz weiter. Und danach mache ich eine kleine Pause. Und ja, dann geht's dann später weiter. So. Als nächstes habe ich mir wieso vorgenommen, dass ich dann, wenn ich hier fertig bin, mache ich zuerst mal das Dach fertig. Das muss ja auch mal sein, sonst, ja, vergessen wir das oder geht unter, muss ja nicht sein. Aber hier will ich eben noch kurz den Weg ziehen. Also da machen wir eine Doppelstraße. So. Da müssen wir halt hier noch nur was rauskloppen, aber das geht ja schnell. Wo ist meine Hacke? Hacke, Hacke. Hier. Und dann nehmen wir das hier raus.
Und hier mache ich so. Komm, jetzt brauche ich wahrscheinlich noch. So. Dann haben wir das nämlich fast schon wieder geschafft. Und ich habe keinen Stein mehr. Nein, wieso denn? Ja, ich hole gleich. So, da kann ich nämlich noch auffüllen mit Erde. Erde. Hier, so. Ne, hier, so. Da kann ich da wieder alles auffüllen, weil da gibt's... Obwohl, da gibt's schon einen Weg. Ach komm, den mache ich mal weg. Vorläufig. Der kommt mal weg. Da muss ja nicht unbedingt ein Weg sein im Moment. So, dann schmeißen wir das auch noch weg. Dann haben wir nämlich gleich genug Steine. Mau, ja, ich höre dich, Katze. Mau. So. Und einmal zu. Und hepp. Gut, dann mache ich nämlich hier noch den Stein rein. Dann die Erde. Und dann haben wir das ja hier schon geschafft. Super. Genau. Hier noch Erde rein. Und dann schauen wir, was wir hier in die Mitte machen. Vielleicht mache ich hier wirklich einen Brunnen oder so. Das wäre ja auch schick. So. Tak, 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 tak. Und hier auch noch zu. Nicht hier. Hier. So. So, Leute, was meint ihr? Das sieht doch super aus. Ich bin da zwar noch nicht ganz fertig. Ihr seht schon, da muss ich ja noch Stein rein. Aber das sieht doch super aus. Also, mir gefällt's. Weg da. Ja, brav. Ja, hier noch Stein. Ich schau mal noch, ob ich Stein habe. Aber ich denke, das haben wir sicher. Stein haben wir genug. Stein. Hier, Stein. Jupp. Haben wir doch genug, sag ich doch. Und los geht's. Also, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Sieht das jetzt besser aus oder schlechter? Was meint ihr? Also, mir gefällt's. Und wir können ja eben hier den Brunnen machen, oder? Hier einen Brunnen. Und auf die andere Seite machen wir danach, später dann noch unsere Zäune ein bisschen größer. Wir haben hier ganz viel Platz. Ich wollte einfach mal hier ein bisschen schön machen. Und die werden dann auch noch umgezügelt, also umgezogen oder wie man das nennen möchte. So, vielleicht mache ich das auch hier hinten. Also, vielleicht mache ich das auch hier irgendwo hin, da vorne. Wieso auch nicht? So, dann gehe ich mal jetzt rüber und dann würde ich sagen, mache ich ein Päuschen und wahrscheinlich noch so ein paar Stündchen und dann bin ich schon wieder da. Also Leute, bis später und es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.